Welcome to Edmonton for the third place playoff at the Women's World Cup between England and Germany. The bronze medal will be handed out at the Commonwealth Stadium, where both teams are looking to bounce back from their semi-final defeats to claim a final World Cup victory. Temperatures are rather nice. It's nice and sunny, hopefully not too hot for the players. And England, well, they are the team, they have shown that they can really play with the best in the world. They are sure, they are guaranteed their best ever World Cup performance here 2015 in Canada. And Germany, they pride themselves in never having lost to the English in all of their 20 games. For Germany coach Sylvia Knight, this will be her 17th and final World Cup game, making her the second most experienced tactician, just behind even Pellerud, Norway coach. Sylvia Knight, she is the face of German women's soccer and the most successful coach of all times. Now, she had high ambitions going into her last World Cup, and these hopes, they ended prematurely in the semi-final. And we've prepared a critical look at the Germany coach ahead of her last World Cup match, so enjoy. Ja, sie ist schon so lange dabei, man kann sie sich eigentlich gar nicht mehr wegdenken aus dem Team. Sie hat alle großen Titel mitgewonnen als Spielerin, als Co-Trainerin oder als Trainerin der Mannschaft. Ja, und nach diesem Aus im Halbfinale, da kamen dann allerdings auch ein paar kritische Stimmen. Colin Bell, der Trainer vom Champions-League-Sieger FC Frankfurt, sagte, als die Amerikanerinnen 1-0 in Führung gegangen sind, da gab es keinen Plan B. Und da konnte ich nichts davon sehen und das war schlimm. Ich habe gedacht, man müsste jetzt irgendwie nochmal ins Spiel zurückkommen, aber die Amerikaner haben das nach Belieben dominiert. Ja, das waren sehr kritische Worte von Colin Bell. Es gibt ja ohnehin immer so leichte Friktionen zwischen den Top-Trainern der Frauenfußball-Bundesliga und Sylvia Knight, das ist klar. Ja, und er legte auch noch ein bisschen nach und sagte, im modernen Fußball, gerade wenn man eine Mannschaft hat mit so viel Qualität wie die deutsche, dann muss man einfach sich bei so einem Spiel auf dieses eine Spiel konzentrieren. Was machen die Gegner? Was sind ihre Stärken? Wie reagieren wir drauf? Und das habe ich irgendwie vermisst. Man hätte auch mal über einen Systemwechsel nachdenken müssen während des Spiels. Zwei, drei Spieler rausnehmen oder reinbringen, die besser zum Gegner jeweils passen. Ja, auch unter anderem Ralf Kellermann, der Trainer vom Pokalsieger Wolfsburg, und auch Bernd Schröder, der Coach von Turbine Potsdam, die haben so leise Kritik anklingen lassen. Die Spielerinnen waren teilweise ein bisschen irritiert. Also das ist ja allgemein bekannt, wenn es nicht gut läuft, dann hat man sehr schnell Kritiker, wenn es gut läuft, tun ja genau diese Leute auf die Schulter klopfen. Also tut es überhaupt nicht überbewerten. Wenn Sie ein Bundesliga-Trainer, das ist doch wunderbar, dann haben Sie die Chance, es besser zu machen in Ihren Verein. So sieht es Nadine Angerer und auch Saskia Patusiak war nicht so begeistert von der Kritik an Sylvia Knight. Ich finde, sie ist eine ganz, ganz tolle Trainerin. Ich habe sehr, sehr gerne mit ihr zusammen gearbeitet. Sie hat mich persönlich unheimlich weitergebracht in meiner Entwicklung, mich nach vorne gebracht. Ich konnte mich super weiterentwickeln unter ihr und ja, sie ist einfach eine tolle Trainerin. Sie weiß genau, was sie will und wie das Spiel aussehen soll. Wir haben uns insgesamt als Team, glaube ich, in den letzten Jahren noch unglaublich nach vorne gebracht und weiterentwickelt, was natürlich auch zum größten Teil ihr Verdienst ist. Sie bereitet uns immer super auf die Spiele vor. Wir wissen immer genau, was zu tun ist und das zeichnet sie einfach aus. Also die Spielerinnen sind ganz klar auf ihrer Seite. Ein bisschen Kritik gab es auch aus derselben Richtung, weil sie noch bis Olympia 2016 weitermacht und für dann ihren Abschied erklärt hat. Also mitten auch in der Qualifikation für die nächste Europameisterschaft. Mittendrin wird dann Steffi Jones übernehmen. It's a thing that's, you know, people have to decide and it's not up to me to say, but
Das müssen natürlich andere entscheiden. Ich kann da wenig zu sagen, aber ich bin halt der Meinung, dass im Fußball es wichtig ist, klare Entscheidungen zu machen. Die Spieler und alle im Team müssen wissen, wo sie stehen. Und die Frage ist, was ist das Wichtigste? Ein Individuum oder das ganze Team und die Zukunft des Frauenfußballs? Also ich finde, das müsste man als erstes sehen und sich selber hinten anstellen. Aber der Beschluss ist gefasst. Silvia Knight wird die Mannschaft nach gelungener Qualifikation, das war ja auch ein Nebenaspekt dieser WM, nach Rio führen. Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir hier erreicht haben. Wir gehören wieder zu den besten vier Mannschaften. Wir haben das Halbfinale erreicht. Wir haben uns qualifiziert für die Olympischen Spiele. Das hatte ich ja gerade gesagt, dass wir sehr zufrieden sind mit unserem Erreichten, dass das Riesenherausforderungen waren hier in Kanada, was die Zeitumstellung angeht, was das Kunstrasen angeht. Wir haben sehr vieles gut gemanagt